Recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde, zu 50 Jahren Atari, zu der neuen Atari Collection hier auf der PlayStation 5. Euer T, wie immer, für euch am Mic. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, Atari, damit bin ich groß geworden, viele andere von euch wahrscheinlich auch. Ihr könnt dieses Vorwort natürlich vorspulen. Wenn euch das Ganze nicht gefällt, spult einfach vor und dann wird natürlich dann auch das Gameplay hier folgen. Ja, ich bin damals allerdings angefangen mit einem Honeymax. Soweit ich mich erinnern kann, genau, Honeymax. Das war das erste System, was ich so in Erinnerung habe mit Modul. Damals gab es das Modul, also was ich jetzt damals hatte, mit verschiedenen Sportspielen. Und ich hatte auch so eine Spiel, das hieß Car Race. Es ist wirklich schon so lange her, dass ich mich da noch, aber noch ganz dunkel dran erinnern kann. Es ist aber eine sehr geile Zeit gewesen und da habe ich so meine ersten Stunden an der Konsole verbracht, damals noch auf dem alten, das war glaube ich schon ein Farbfernseher, soweit ich weiß, ein riesen dicker Fernseher, hinten ein riesen Kasten war das noch. Und dann bin ich natürlich hin und wieder auch zu Nachbarn gegangen. Die hatten dann schon den Atari, diese Holzversion Atari 2600 und haben dort kräftig Sequest, weiß ich noch, gespielt. Und der Phoenix, mein Lieblingsspiel war damals schon Sequest. Das ist dieses Spiel, wo man mit diesem U-Boot hin und her diese Taucher aufsammelt, zwischendurch oben nach Luft schnappt und dann die Taucher auch freigibt. Und zwischendurch, ja, in dem Wasser dann immer verschiedene Feinde hat, so wie Haie und was weiß ich nicht alles. Also damals schon ein sehr geiles Spiel, Sequest. Die nächste Konsole war dann bei mir das Atari, weil ich habe dann den Atari Junior gekauft oder geschenkt gekriegt. Ich habe ihn noch nicht selber gekauft, sondern geschenkt gekriegt von meinen Eltern damals, die Junior-Version. Und mein erstes Spiel war, glaube ich, da Popeye und Jungle Hunt. Das waren so die Sachen, wo ich mich noch dran erinnern kann. Dann kam tatsächlich schon der Atari 800XL, damals auch noch mit Drucker. Ich hatte, glaube ich, auch so einen Matrix-Drucker dazu. Das Ding war wahnsinnig laut und langsam und aber damals schon ziemlich cool, weil Computer waren halt auch noch nicht so stark verbreitet. Atari 800XL, danach kam der Commodore C64. Da hatte ich aber nicht den Brotkasten, sondern diese neuere Version, diese weiße, die schon so ein bisschen nach PC aussah. Und Atari, dann Commodore, muss ich gerade noch mal, ja, Sega, genau, Sega Master System kam dann als nächstes mit dem Sonic. Auch richtig coole Konsole damals gewesen. Sonic habe ich also auch rauf und runter gezockt, das hat auch richtig Bock gemacht. Nach dem Mega Drive, danach kam der Mega Drive mit Mega CD. Das war ja damals dieses Teil, was man extra dann, hatte man extra so eine Schale, wo man den CD dann noch nachrüsten konnte. Nach dem Mega CD kam dann tatsächlich, glaube ich, schon die PlayStation 1. Die hatte ich allerdings nicht lange, die PlayStation 1. Mir gefielen damals irgendwie, ich weiß gar nicht mal welcher Grund, das war die Spiele nicht so gut. Ich hatte dann als nächstes mir doch relativ zügig dann die PlayStation 2 gekauft. Dann kam zwischendurch eine Wii-Konsole. Die habe ich aber nicht lange gehabt. Ich glaube 2 Wochen maximal, weil Nintendo war irgendwie noch nie so mein Ding. Ich fand nur die Steuerung eigentlich ganz cool mit diesem Tennis und Tischtennis, was man da spielen konnte. Zwischendurch habe ich dann nochmal wieder ein Atari gehabt, tatsächlich. Die 2600, das ist eigentlich immer so meine Konsole gewesen. Die habe ich mir dann zwischendurch immer nochmal wieder gekauft und dann auch wieder verkauft. Dann kam der PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 und ja, zwischendurch nochmal ein PC.
Und irgendwann bin ich jetzt auf der PlayStation 5 gelandet. Und dann letztes Jahr habe ich mir dann nochmal die ne Atari Gold, den 8 Gold und den 9 Gold. Ich habe dann nochmal wieder hin und her geswitcht, weil am 9 Gold mein Controller leider nicht funktioniert hat. Habe ich dann doch wieder die 8 Gold gekauft. Und ja, jetzt bin ich mit der 8 Gold eigentlich zufrieden. Das ist ja, nächsten Monat kommt ja die 50 Jahre Special Edition raus. Das wird dann im Prinzip die 11 Gold sein. Und ja, aber die werde ich mir nicht kaufen. Ich habe ja jetzt hier eine schöne Collection auf meiner PlayStation 5, wo ich auch schön aufnehmen kann. Und ja, damit wünsche ich euch sehr viel Spaß. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen da, abonniert den Kanal, dann ja, werdet ihr glücklich und 100 Jahre alt. Wir starten jetzt, glaube ich, mal so ein bisschen durch hier. Hier gibt es verschiedene Bereiche, Arcade für zu Hause. Hier gibt es natürlich auch die ganzen Geschichten. Da müsstet ihr mir wirklich da mal Feedback geben, wenn ihr das sehen wollt, weil das ist eine recht trockene Sache. Das sind die Entstehungsgeschichten und auch viel mit Daten und so. Ist mit Sicherheit also für mich auf jeden Fall interessant. Ich weiß nur nicht, ob das für euch interessant ist. Deswegen gehen wir jetzt als nächstes in die Spielothek. Asteroids, was haben wir denn hier? Black Widow. Breakout. Wir fangen natürlich mit meinem Lieblings-Centipede an. Und mir fällt gerade ein, ich habe gestern oder vorgestern tatsächlich im Fernsehen eine Werbung gesehen. Es kommt wohl ein neues Centipede raus. Die wollen das Modul wohl nochmal neu auflegen. Und da haben wir tatsächlich dann auch so ein Modulstand dabei. Sehr geil. Da bin ich echt mal gespannt. Wir gucken ja nochmal weiter durch. Clock and Dagger kenne ich nicht. Crystal Castle kenne ich natürlich. Fire Truck kenne ich auch nicht. Footnight, Gravitar kenne ich. iRobot kenne ich nicht. Liberator, Lunar Lander, Major Hawk. Ich denke mal, wir starten jetzt erstmal mit Centipede. Spielen. So. Also ich kenne das noch von der anderen Atari Collection, dass man dann den Bildschirm auch irgendwie anpassen konnte. Das muss ich hier dann nochmal sehen. Ich denke mal, wir müssen hier. Aha, okay. Das ist aber, kann ich schon mal vorab sagen, nicht die 2600 Version. Das ist schon eine etwas neuere Version. Ich würde sagen 7800. Das ist nicht 2600. Dafür ist die Grafik zu gut. Wow. Ja, die Spiele waren damals auch schon ziemlich schwer. Points. Ja, wie immer sie. Komm! Oh! Komm. Oh, jetzt wird das wieder mehr hier. Ja, komm, ja. Und den noch. Da oben kommt der nächste schon. Oh. Ja, Centipede hat's in sich. Das Spiel ist nicht leicht. Boah, das war knapp. Boah. Boah. Gleich gesmashed hier. Okay. Eine Runde machen wir noch hier. Komm. Boah. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es eine 7800-Version hier ist. Das ist kein 2600. Weil die Version kenne ich in- und auswendig. Ich kenne auch den Sound dazu. Und das ist hier einfach zu hochwertig. Das konnte der 2.6er noch nicht. Ja, da haben wir ein paar getroffen, ja. Wow. Wow.
Komm, komm. Oh, der ist aber auch schnell. Boah. Bam. Ich habe immer diese komische Spinne, die da hoch und runter geht, zuerst abgeschossen, weil mich das Geräusch so abgenervt hat. Immer dieses. Wow, 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 wow. Wow. Komm, nochmal einmal. Ja. Wow, oh, das war wieder mal super knapp. Die wird auch immer aggressiver hier, diese komische Spinne. Kommt den einen noch. Den kann man gar nicht, braucht man gar nicht erst versuchen zu fangen. Das Ding, was da von oben, weil den kriege ich eigentlich nie. Oh, oh, komm, komm, komm. Oh, nee, das wird mein Tod hier. Der ist. Oh, alles durcheinander. Hui. Okay. Das ist Start. So, da geht's wieder. So, das war Centipede. Ich muss mal eben gucken, wie kommt man hier wieder raus? Ach, da ist wieder Spiel neu starten. Ah, komm, eine Runde geht noch. Komm, eine Runde geht noch. Ja, die Celebration hier, die 50-Jahre-Edition, ist heute rausgekommen, am 11. Und ich habe es jetzt sofort auch aus der Packung rausgenommen und gleich in meine Konsole geschmissen, dass ihr auch hier sofort die aktuelle Action hier vorliegen habt als Video. Ja. Ich kann nur jedem empfehlen, der auf alte Atari-Spiele geht, sich den Gold zu holen. Der Nachteil beim Gold ist halt nur, dass man ohne Capture-Card natürlich nicht aufnehmen kann. Ich hatte jetzt eigentlich keinen Bock mehr noch wieder nur für die Aufnahme jetzt eine Capture-Card zu holen, weil ich das sonst alles wunderbar hier direkt mit der PS5 aufzeichnen kann. Die macht das auch gleich in 4K, die lädt das gleich hoch, also besser geht's eigentlich nicht. It's not a trick, it's a Sony, so ist das nun mal. Die haben es einfach drauf. Jawohl, haben wir die ganze Schlange weggekillt hier. Richtig wieder Spaß hier, das Spiel. So, einmal durchgezählt. So, meine Lieben, ich würde sagen, für die erste Folge. Oh, ich hab noch einen. Ich dachte, das Spiel ist vorbei. So, jetzt aber. So, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da, wenn ihr mehr sehen wollt. Atari, hier gibt es also jede Menge neuer Games auch noch, nicht nur die alten Sachen. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und munter. Euer T sagt ciao, ciao.